Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig. Heute habe ich wieder ein Video für euch, aber bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, heute geht es um Bücher, die vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg spielen. Ich habe euch ja beim letzten Video Bücher vor dem Ersten Weltkrieg, also vor, während und nach. Und jetzt geht es um den Zweiten Weltkrieg. Ich habe, glaube ich, eine Menge schöner Bücher für euch rausgesucht. Ich habe auch einige davon noch nicht gelesen. Aber nichtsdestotrotz sind es, glaube ich, tolle Bücher. So, das erste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist von Ulrike Renk, heißt Jahre aus Seide. Und das ist der Auftakt einer dreiteiligen Serie, die ja das Schicksal einer Familie widerspiegelt. Das Buch ist im ETB Verlag erschienen, oder ATB, kostet 12,99 €. Und ich muss sagen, Ulrike Renk schreibt auch tolle Geschichten, die auch viel auf zwei Zeitebenen spielen. Diese Geschichte startet 1932, also vor dem Ersten Weltkrieg. Es geht um Ruth, die hat eine unbeschwerte Jugend und die meiste Zeit verbringt sie halt in der Villa des benachbarten Seidenhändlers Merländer. Sie ist fasziniert von den kunstvollen Stoffen, die bedruckt sind, und sie lernt das Nähen, sie lernt Schnittmuster zu entwerfen und Taschen und Zierat zu fertigen. Eines Tages begegnet sie Kurt, ihrer ersten großen Liebe. Aber als die Nazis an die Macht kommen, scheint es für sie beiden keine Zukunft zu geben, denn beide sind Juden. Kurzfamilie denkt darüber nach, auszuwandern, und Ruth soll auch gegen ihren Willen ihr Elternhaus verlassen. Und dann kommt der Tag, an dem das Schicksal ihrer Familie in Ruths Hände liegt. Also eine dramatische Familiengeschichte. Und die soll sogar auf einer wahren Begebenheit beruhen. Also eine tolle Geschichte. Ich müsste eigentlich mal weiterlesen. Es ist schon recht lang her, wo ich das Buch gelesen habe. Ich weiß gar nicht, wann ist denn das nochmal rausgekommen? 2018. Also ja, auch schon wieder 4 Jahre her. Und vielleicht sollte ich mal einfach Teil 2 und Teil 3 mir besorgen oder mir ausleihen aus der Bücherei und weiterlesen. Das ist so normalerweise auch eine Geschichte nach meinem Geschmack. Und zumal Ulrike Renk auch recht gut schreibt. Dann gehen wir weiter. Wir haben eine Geschichte von 1939. Am 1. September 1939 ist ja der Zweite Weltkrieg, oder hatte er begonnen. Und es geht hier um zwei Mädchen, zwei Schicksale und eine gemeinsame Geschichte. 1939 muss die 11-jährige Hanna mit ihrer Familie aus Berlin fliehen, denn sie ist Jüdin. Ein Schiff soll sie und die Familie nach Kuba bringen, doch nur die wenigsten dürfen das Schiff St. Louis dort in Kuba verlassen. Auch Hannas Familie wird auseinandergerissen. Dann haben wir einen zweiten Strang, der spielt 2014. Da sucht auch die 11-jährige Anna nach den Wurzeln ihres beim September 2011 verstorbenen Vaters. Ein Brief ihrer Großtante enthält Fotos und erste Hinweise. Doch erst als sie zusammen mit ihrer Mutter von New York nach Kuba reist, kommt sie der Geschichte der Familie ein bisschen näher. Ja. Also hier steht unten noch drauf, dieser Roman hat mich berührt, besonders weil er aus der Sicht eines jungen Mädchens geschrieben ist, wie ich eins war, als ich auf dem Schiff war. Diese Tragödie, die über eine so lange Zeit verschwiegen wurde, enthält eine Lehre, die die ganze Welt lernen muss und nie vergessen darf. Mitgefühl für Menschen auf der Flucht. Anna Maria Kamann Gordon, Überlebende der St. Louis. Ja. Auch eine tolle Geschichte, also ich liebe solche Geschichten, auch wo es um Schicksale von Juden geht, denn man kann das gar nicht oft genug betonen, was diesen Menschen alles angetan wurde, und ich lese gerne solche Geschichten. Ich höre mir auch gerne Interviews im Fernsehen an, wo man richtige Zeitzeugen hat, die einem noch viel erzählen können, was sie alles erlebt haben. Das finde ich eine tolle
Sache. Ja, die nächste Geschichte, die ich euch vorstellen möchte, heißt Libellenschwestern. Die ist im Limes, oder ja, ich weiß nicht, heißt der Limes, heißt der Limes. Im Limes Verlag erschienen ist von Lisa Wingate. Auch hier haben wir eine Geschichte, die an einem schwül heißen Sommerabend des Jahres 1939 beginnt. Aber erst 70 Jahre später wird sie erzählt werden können. Avery Strafford weiß davon noch nichts, bis sie eines Tages auf die 90-jährige May Crandall trifft. Die Fremde erkennt ihr Libellenarmband, ein Familienstück oder ein Familienerbstück, und sie besitzt ein Foto von ihrer Großmutter. Was hat May mit dieser oder mit ihrer Familie zu tun? Avery stößt schon bald auf ein unglaubliches Geheimnis, das sie nämlich zurück in ein dunkles Kapitel ihrer Familiengeschichte führt. Die Geschichte spielt dann auch in Memphis, Tennessee 1939. Nämlich die 12-jährige Rill Voss und ihre 4 Geschwister leben mit ihren Eltern auf einem Hausboot auf dem Mississippi. Und als die Kinder eines Tages alleine sind, werden sie von einer, ja, angeblichen Beamten in ein Waisenhaus gebracht. Rill hat ihren Eltern versprochen, auf ihre Geschwister aufzupassen. Ein Versprechen, das sie auf keinen Fall brechen will. Aber es wird ihr alles abverlangen. Vielleicht mehr, als sie geben kann. Inspiriert von einer wahren Geschichte, lesen Sie dazu mehr auf www.lisa-wingate.de. Ja, ich habe die Geschichte auch schon vor langer Zeit gelesen. Ich weiß gar nicht, es sind auch ja 2017, 2018 in Deutschland rausgekommen. Ich weiß, ich habe die damals relativ zeitnah gelesen und die hat mir auch unglaublich gut gefallen. Weil eben solche Bücher, die auf zwei Zeitebenen spielen, wo es um Schicksalsschläge geht, das ist etwas ganz Besonderes. Und zumal, wenn sie dann auch noch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs spielen. Ja, eine tolle Geschichte. So, dann habe ich ein Buch, das habe ich mir erst vor ein paar Monaten gekauft. Das habe ich noch nicht allzu lange, ist auch ein ziemlicher Klopper. Und die Geschichte ist von Martha Hall Kelly und heißt Und am Ende werden wir frei sein. Auch dieses Buch ist im Limes Verlag erschienen und kostet wohl 22 Euro. Das Buch ist auch schon etwas älter, also das ist in keinem Fall von diesem Jahr. Das ist 2020 in Deutschland rausgekommen. Auch diese Geschichte ist berührend und fesselnd. Und sie basiert auf einer wahren Geschichte. 1939 geht es um die New Yorkerin Caroline Faraday. Die liebt ihr Leben. Sie hat eine Stelle im Konsulat und die erfüllt sie sehr. Und seit einiger Zeit hat sie sich in den französischen Schauspieler Paul verliebt. Aber das Glück nimmt ein jähes Ende, als sie die Nachricht erreicht, dass Hitlers Armee über Frankreich hinwegfegt. Und Paul will aus Angst um seine Familie nach Frankreich reisen. Ja, mitten in die Gefahr. Und auch das Leben der jungen Polin Cassia ändert sich mit einem Schlag, als deutsche Truppen in ihr Dorf einmarschieren. Und sie gerät somit in den Widerstandskampf hinein. Doch in der angespannten politischen Lage kann ein falscher Schritt schreckliche Folgen haben. Und währenddessen würde die Düsseldorferin Hertha alles dafür tun, um Ärztin zu werden. Als sie ein mysteriöses Angebot für eine Anstellung erhält, zögert sie deshalb einen Augenblick. Aber noch ahnen die drei Frauen nicht, dass sich ihre Wege ja an einem der dunkelsten Orte der Welt kreuzen werden. Und sie bald für alles kämpfen müssen, das ihnen lieb und teuer ist. Also auch eine richtig bewegende, fesselnde Geschichte, die auch auf einer wahren Geschichte beruht. Und hier gibt es wohl auch noch Hintergrundinformationen, die hier hinten stehen. Also ich muss sagen, ich habe das Buch auch vor einiger Zeit gelesen und hat mir gut gefallen. Ich werde das auf jeden Fall, glaube ich, nochmal lesen, weil als ich es gelesen habe, hatte ich gerade nicht so die Zeit dafür und
ja, bin es so sehr durchgeflogen. So, dann habe ich ein Buch aus dem Diogenes Verlag. Das Buch ist von Evelyn Vaughan und heißt Mit wehenden Fahnen. Ich habe das Buch in irgendeiner Kiste mit, als Mängelexemplar gesehen und weil es auch recht gut aussah, habe ich gedacht, schau es dir mal an. Ich finde es sehr spannend, weil hier geht es nämlich darum, Evelyn Vaughan macht sich Gedanken, wie es wohl der Londoner High Society geht, als der Zweite Weltkrieg ausbricht. Und Hauptprotagonist ist wohl Basil Seal, sagen Salonlöwe und Tunichgut. Der sorgt immer für Turbulenzen, wo er auftaucht. Sehr zur Verzweiflung von drei Frauen in seinem Leben, nämlich seiner Schwester, seiner Mutter und seiner Geliebten. Eines Tages wird Deutschland, ich überlege gerade, ja, den Krieg, also eines Tages erklärt Deutschland den Krieg und Basil folgt mit wehenden Fahnen dem Ruf zu den Waffen. Doch zunächst passiert erst einmal gar nichts, denn Europa ist erstarrt im sogenannten Sitzkrieg. Wann kommt endlich Basil Seals große Chance, ein Held zu nehmen? Ich glaube, Evelyn Vaughan nimmt das Ganze so ein bisschen, auf die Schippe, wie sich, glaube ich, so die Londoner High Society so durch den Krieg mogelt. Klingt interessant für mich. Ich bin gespannt. Ja, eins meiner relativ neuen Bücher, die ich jetzt als nächstes, oder das Buch, das ich euch als nächstes vorstelle, ist von Julia Kelly. Das Geheimnis des Wintergartens ist im Lübbe Verlag erschienen. Auch dieses Buch spielt auf zwei Zeitebenen, nämlich einmal 1944, also mitten im Krieg drin. Und es geht um Highbury House, das während des Krieges als Lazarett dient. Und die Besitzerin ja, hat dort einen super schönen Garten angelegt, den sie auch hütet wie ihren Augapfel, weil auch dort ihr Sohn verunglückt ist. Und 2020 so spielt dann der zweite Zeitstrang. Da geht es nämlich um eine junge Gärtnerin Emma, die diesen Park erblickt und fasziniert ist. Vor allen Dingen dieser Garten ist der letzte berühmte Garten der Landschaftsarchitektin Venice Smith. Und die ist 1907 nach Amerika emigriert. Niemand weiß, was sie dazu veranlasste. Die Notizen und Tagebücher sind verschollen. Und als die Gutsherrin eine alte Skizze des Gartens findet, stehen Emma und sie vor einem Rätsel. Über dem Garten des Winters steht ein Name, Celeste. Ja, hier hinten drauf steht fünf Frauenschicksale aus verschiedenen Zeiten, tragisch, anrührend und kunstvoll miteinander verwoben. Ja, das Cover finde ich schon sensationell schön. Ich liebe Blumen und ich liebe auch so geheimnisvolle Häuser und auch so Wintergärten und Gewächshäuser. Also das finde ich äußerst interessant. Freue mich auch schon auf das Buch. So, jetzt stelle ich euch auch eine tolle Geschichte vor. Die ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Ist von Jennifer Ryan und heißt Der Frauenchor von Chilbury. Das ist auch eine Geschichte, die in England spielt. Da geht es nämlich um einen Frauenchor, einen Vikar. Und es ist so, dass der Krieg natürlich auch für England nicht Halt gemacht und hat. Und in einem kleinen Dorf in der Grafschaft Kent sind die Frauen irgendwann auf sich alleine gestellt. Die meisten Männer sind in London oder melden sich an zum Dienst. Und der Vikar oder Pfarrer beschließt eigentlich kurzerhand den Chor zu schließen. Aber die Frauen wehren sich dagegen, weil das ist so der einzige Ort noch, wo man ja, sich trifft, wo man Gemeinschaft zeigen kann und wo auch so die Hoffnung zusammengetragen wird. Und es ist halt so, dass die Frauen sich wehren und eines Tages kommt auch eine Musikprofessorin, nämlich Primrose Trent, aus London in diesen Ort und sie versucht halt alle, ja, zu beeinflussen oder eben auch die Neugier zu wecken. Und die Frauen fangen an und ja, machen Musik
Und 5 grundverschiedene Frauen und Mädchen berichten in ihren Briefen und Tagebucheinträgen davon, wie der Krieg ihr Leben verändert. Ja, es ist auch eine tolle Geschichte, mal was ganz anderes, wo ein Chor im Mittelpunkt steht. Und es spielt eben auch 1940, ja, 1939 ist ja der Krieg angefangen. Und weil der Vikar denkt eben auch so, dass, ja, ohne Männer kann man ja keinen Chor machen, so ungefähr, ohne Bariton und Tenor, dass Frauen vielleicht auch selbstständig irgendwo sein können. An sowas hat man ja in dieser Zeit auch überhaupt nicht gedacht. Ja, eine tolle Geschichte. So, und jetzt kommt einer meiner Lieblingsautoren, nämlich Claire Winter. Ich liebe Bücher von Claire Winter. Sie schreibt spannend, sie schreibt unglaublich schön und viele ihrer Bücher spielen halt auch zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Spionage interessiert sie, der Kalte Krieg sowieso. Und dieses Buch ist im Diana Verlag erschienen, hat 20 Euro gekostet und heißt Kinder ihrer Zeit. Hier geht es auch um eine ganz interessante Geschichte, nämlich um zwei Schwestern, die aus Ostpreußen fliehen. Und zwar die Zwillinge Emma und Alice. Und die werden auf der Flucht aus Ostpreußen 1945 getrennt. Erst 12 Jahre später begegnen sich die beiden wieder oder finden sich überraschend wieder. Und durch Alice lernt Emma den Ostberliner Physiker Julius Lackmann kennen. Und als Julius Zeuge einer Entführung wird, gerät er zwischen die Fronten der Geheimdienste. Dann verschwindet Alice noch spurlos und zu spät erkennt eben Emma, welch drohendes Unheil den beiden Schwestern gegenübersteht. Und währenddessen erscheint der Kalte Krieg mit einem neuen Höhepunkt, denn Berlin soll für immer geteilt werden, was wir ja auch wissen, wirklich passiert ist. Also Claire Winters Bücher, die sind einfach spannend, die sind detailgetreu recherchiert. Und was ich auch gut finde in etlichen Büchern, ist vorne eine Karte drin, sodass man sieht, wie es zu dem Zeitpunkt in Europa aussah, wie da die Länder verteilt waren, wo die Grenzen sind. Und es ist einfach toll. Also, die hat schon mehrere Bücher geschrieben. Ich habe auch gleich noch ein anderes für euch. Auch Die verbotene Zeit fand ich gut. Dann gibt es noch Die Schwestern von Sherwood Forest. Also, ich glaube, sie hat inzwischen so 5 Bücher, meine ich, 5, 6 Bücher. Ich kann die euch nur wärmstens ans Herz legen. Die sind alle super geschrieben, tolle Geschichten, spannend. Es geht auch oft um Geheimdienst, es geht um Spionage und ja, super Buch. Kann ich euch nur empfehlen. So, dann Theresa Simon als nächstes. Die lese ich auch sehr gerne, denn die schreibt auch viele Bücher, die auf 2 Zeitebenen spielen. Und in diesem Buch Glückskinder, ich glaube, das war ihr letztes, was rausgekommen ist. Da geht es nämlich auch um den Schwarzmarkt. Die Geschichte spielt auch 1945. Und auf dem Schwarzmarkt in der Mühlstraße, da treffen sich alle, die nach Glück und ein wenig Leben suchen. Nämlich es geht um Nylonstrümpfe, es geht um Kaffee, um Schokolade, um Schmuck. Da wechseln hier an dieser Stelle auch schnell die Besitzer. Und unsere Hauptprotagonistin Toni, die hat ihr Zuhause verloren und hat nun bei ihrer Tante Viv neues Zuhause. Sie wohnt dort und versucht auf dem Schwarzmarkt eben das Nötigste für die Familie zu organisieren. Und eines Tages lernt sie die Holländerin Grit kennen. Und Toni spürt zunächst eigentlich eine Abneigung. Sie ahnt aber nicht, dass eben Grit auch eine schwere Zeit hinter sich hat und über die sie nie wieder sprechen möchte. Sie können einander helfen. Entschuldigung. Doch das geht nur, wenn sie ganz ehrlich zueinander sind und ihre Vorurteile ablegen. Auch eine unglaublich gute Geschichte. Das ist halt Theresa Simon. Guckt euch mal ihre anderen Bücher an.
Es geht los mit die Frauen der Rosenvilla, die Holunderschwestern, die Oleanderfrauen, die Fliedertochter und die Lilienbraut. Ich glaube, die Holunderschwestern haben mir auch sehr gut gefallen. Also die Bücher sind alle schön. Ja, kann ich euch auch nur empfehlen. So, dann habe ich ein Buch von Juli von Kessel, Altenstein. Das Buch ist im Kindlerverlag erschienen, habe ich auch schon länger. Und auch dieses Buch spielt 1945. 1945 ist das Leben in Ostpreußen zu Ende. Agnes von Kolberg hat ihren Mann verloren, zwei Güter, aber nicht ihren Lebensmut. Sie beginnt mit ihren 10 Kindern im Westen neu. In der wenig glamourösen Bundesrepublik finden alle Kinder ihren Platz. Nur die beiden Jüngsten machen Sorgen. Nona, die Schöne, bricht aus und bietet der selbstherrlichen Mutter die Stirn. Konrad, Agnes Augapfel, kämpft lange um seinen Lebensentwurf. Er sieht in der Wiedervereinigung die Chance, das Land seines Vaters in Brandenburg wieder zu bekommen. Mit Gut Altenstein möchte er endlich an die vermeintlich glorreichen Zeiten der Familie anknüpfen. Die großen Geschwister, die sind entsetzt. Nur in Nona findet er eine Verbündete. Ja, auch ein tolles Buch. Schnörkellos und mit großer Unmittelbarkeit erzählt Juli von Kessel von der eigenen oder engen Verbundenheit und vom Zerfall einer Familie. Ja, das ist halt. Wer damals geflohen ist, der hatte Hunger, der hatte Armut, Missbrauch ist passiert. Ja, ich bin gespannt. Also diese Geschichte habe ich auch noch nicht gelesen und auch die klingt einfach mega spannend. Das ist auch genau wieder was für mich. So, ja, Familiengeschichten, da stehe ich drauf. So. Dann habe ich ein Buch von Michaela Jari. Die schreibt auch sehr gut. Das Buch ist im Goldmann Verlag erschienen und heißt Das Kino am Jungfernsteg. Diese Familiengeschichte oder eine Familiensaga, da geht es um eine Kinodynastie im Hamburg der Nachkriegszeit. Und es geht um die Filmcutterin Lili Pahl. Die sucht nach Negativen eines im Krieg verschollenen Streifens. Dabei lernt sie den smarten britischen Offizier John Fontaine und den charismatischen Filmregisseur Leon Caspari kennen und stößt auf eine geheimnisvolle Filmszene, die Licht in einen mysteriösen Todesfall bringen könnte. Der neue Roman von der Autorin des Bestsellers Das Haus am Alsterufer. Ja, also Michaela Jari schreibt auch tolle Geschichten. Das ist so ein Mix hier aus Familien- und Zeitgeschichte. Gefühlvoll erzählte Familiensaga voller Liebe und Intrigen. Und ja, der hat alles, dieser Roman, was man halt braucht. Und ja, auch eine tolle Geschichte. Auch weil es mal um eine Kinodynastie geht. Und das Ganze spielt in Hamburg der Nachkriegszeit. Ja, und mein letztes Buch für heute ist wieder mal Claire de Winter, Die geliehene Schuld. Auch dieses Buch ist im Diana Verlag erschienen. Die spielt 1949. Es geht um 4 junge Menschen aus Deutschland, die einer hoffnungsvollen Zukunft entgegenblicken. Doch die Vergangenheit lässt sie nicht los und sowohl für Vera als für Jonathan als auch für Marie und Lina werden Folgen des Zweiten Weltkriegs zu einer ungeahnten Gefahr. Hier ist auch wieder vorne eine schöne Karte drin, wo man alles sieht. Denn die Geschichte startet ja auch in Berlin, nämlich im Sommer 1949. Es geht um die Redakteurin Vera Lessing, die hat während des Zweiten Weltkriegs ihre Eltern und ihren Mann verloren. Ja, sie will eigentlich eins, sie will nur diese traumatischen Erlebnisse für immer vergessen. Und als
ihr Jugendfreund und Kollege Jonathan auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, wird sie unweigerlich in seine Arbeit hineingezogen. Und Jonathan hat Recherchen über ehemalige Kriegsverbrecher betrieben und gleichzeitig stand er im persönlichen Kontakt mit einer jungen Frau namens Marie Weißenburg, ja, einer Sekretärin im Stab Adenauers. Vera geht den Spuren nach, die sie bis in die mächtigen Kreise des Geheimdienstes führt. Also das war auch eine unglaublich spannende Geschichte, hat mir auch riesig gut gefallen. Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, bis auf das letzte Buch, habe ich alle Geschichten von ihr gelesen, von Claire de Winter. Und ich freue mich immer, wenn da mal wieder ein neues Buch rauskommt, weil mich diese Geschichten einfach mega interessieren. Die spielen oft, wie gesagt, auf zur Zeitebene, aber auch zu Kriegszeiten. Und die Art und Weise, wie sie schreibt, gefällt mir richtig gut. Sehr empfehlenswerte Bücher. Ja, das waren meine Buchvorstellungen für Bücher, die rund um den Zweiten Weltkrieg spielen. Und ich glaube, ich habe euch ein paar schöne Bücher vorgestellt. Und ja, hoffe, dass was für euch dabei ist, dass ich euch inspirieren konnte und ihr sagt, oh ja, das Buch würde ich gerne mal lesen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir doch mal, ob ihr Bücher davon kennt, ob ihr welche davon gelesen habt und wie sie euch gefallen. Ja, das war's. Wenn ihr Lust habt und vielleicht beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wollt, würde ich mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's gut, wir sehen uns.